Herzlich willkommen auf Krone.at und Krone TV. Ich freue mich sehr, dass mir ein gewohnt freundliches Gesicht entgegenlächelt vom anderen Ende der Skype-Leitung. Skispringerin Eva Pinkelnick hat Zeit für uns gefunden. Servus. Servus. Grüß dich. Was erheitert dich denn so aktuell? Oder ist das einfach dein Gemüt? Du bist sowieso immer gut gelaunt, glaube ich, oder? Ja, also, weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir noch am Bodensee hat es total schönes Wetter. Also, wenn ich da raus schaue, scheint die Sonne. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich habe heute schon ein super Training absolviert. Ja, es geht mir soweit sehr gut. Von dem her ist es einfach zu lächeln. Ist es windstill auch bei dir? Weil bei mir ist es im Prinzip auch recht schön. Ich wohne am ganz anderen Ende von Österreich im Burgenland. Nur es geht immer der Wind. Es ist immer windig bei uns. Es ist gerade auch ein bisschen windig, aber ja, hält die Wolken weg. Also das passt schon. Okay, gut. Also ich glaube, es ist alles vorbereitet für ein launiges und gerne auch in die Tiefe gehendes Gespräch. Ich mag ganz gern mit der aktuellen Causa Prima beginnen. Man weiß nämlich seit ungefähr einer Woche, dass die Damen oder die Frauen auch nächste Saison nicht werden skifliegen dürfen. Diese Nachricht hast du wie aufgenommen, Eva? Ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite, da tut es mir einfach leid, weil ich natürlich letzte Saison sehr gut in Form war und jetzt darauf hinarbeite, auch wieder gut in Form zu kommen. Und weil, ja, weil die 200 Meter einfach mittlerweile ein Riesentraum sind. Also der Traum von 100 Meter hat sich auf die 200 Meter verschoben. Und ja, da war es einfach schade. Auf der anderen Seite, ja, sind wir uns schon bewusst, dass wir von einem normalen Weltcup einfach schon noch entfernt sind, dass wir noch nicht genug Mädels sind, die diese Kräfte handeln können, die da auf einen wirken. Es ist einfach ein Extremsportart, es ist extrem gefährlich. Und ja, aber wir werden daran arbeiten, dass immer mehr und mehr Mädels richtig gut Skispringen. Und dann freue ich mich schon drauf, wenn es soweit ist, weil aufhalten lässt sich das nimmer lang. Und du selbst scheinst dich auch von nichts aufhalten zu lassen. Das zumindest belegt ein Streifzug durch deine bisherige Karriere. Du weißt ja, wie es ist, gegen Widerstände anzukämpfen und Hürden aus dem Weg zu räumen. Das hat damit begonnen, dass Eva Pinkelnick relativ spät mit dem Skispringen begonnen hat, hat sich dann insofern fortgesetzt, dass es ja immer wieder Ratschläge gegeben hat, die dir gelautet haben, bitte lass es bleiben, erst recht nach deinem schweren Sturz rund um Weihnachten 2016 in Oberstdorf. Hast du all diesen Kritikern, Hand aufs Herz, nie irgendein Ohr geschenkt oder warst du oft schon knapp davor zu sagen, ich haue gut drauf, es macht wirklich keinen Sinn mehr? Ich habe denen schon ein Ohr geschenkt, weil das ja auch Personen waren, die ja, in meinem engsten Betreuungsumfeld waren, die Trainer waren, denen ich auch vertraut habe. Und somit habe ich denen natürlich ein Ohr geschenkt und dann aber bin ich in mich gegangen und habe einfach in mir immer gespürt, doch, ich schaffe das wieder. Und das war auch diese sogenannte intrinsische Motivation, die mir da einfach geholfen hat. Ja, wenn halt mir ein Stein in den Weg gelegt wurde, bin ich halt rundum spaziert oder ich bin einfach drüber gegangen oder wenn mir halt eine Tür zugeschlagen wurde, bin ich halt links vorbeigegangen, die nächste Tür genommen. Also ja, es war einfach dieses innere Feuer, dieses wieder fliegen wollen, das einfach stärker war als alle Widerstände. Und so hat es einfach immer wieder den nächsten Schritt gegeben. Ja, es waren kurze Ohnmachtsmomente, da muss man nicht drum rumreden, das gehört dazu. Aber die waren wirklich ein paar Minuten, wo es auch Tränen gegeben hat, wo ich wütend war, wo ich nicht verstanden habe, warum jetzt das so ist, wie es ist. Und ja, dann war halt die Frage, was ist der nächste Schritt? Und dann bin ich den nächsten Schritt gegangen. Und ja, das Ziel war, auf einer Großschanze zu sitzen, also auf einer 120-Meter-Schanze mit einem Grinser und 140 Meter springen zu wollen. Und jetzt sitze ich da und habe mittlerweile 2 WM-Medaillen, sogar Weltcup-Siege und etliche Podiums und kann es immer noch selber nicht ganz glauben, was da alles passiert ist, die letzten 2 Saisonen. Ja, hat sich tatsächlich einiges getan. Welche Rolle spielt denn in all diesem, wie soll man das sagen, Faszinationskonglomerat der Glaube? Vor allem, wenn wir an schwierige Situationen denken, wie eben an den schweren Sturz 2016. Also der Glaube spielt in meinem Leben schon, seit ich denken kann, eine Riesenrolle. Ich bin einfach da so aufgewachsen, dass wir auch als Familie sehr schwere Zeiten schon durchgemacht haben und wir haben immer wieder erlebt, dass einfach Gott für uns sorgt. Und es ist ja die Grundlage dessen, einfach was ich tue. Ich weiß, Gott liebt mich, ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben und das hat sicher auch geholfen in der schwierigen Zeit, weil für mich war klar, okay, ich schaffe das wieder, okay, das Feuer ist eben nur da, Gott hat mir das Talent gegeben und jetzt auch den Willen und das Durchhaltevermögen. Allerdings habe ich natürlich noch nicht gesehen, was da wirklich dann rauskommt und das ist dann einfach Vertrauen. Und natürlich spielt auch der Glaube an sich selbst dann eine Riesenrolle,
Denn ohne den geht es natürlich nicht. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, ich habe alles Menschenmögliche gegeben und Gott hat dann das Unmögliche einfach möglich gemacht. Welchen Anteil hat denn demzufolge der liebe Gott an deinen ersten drei Weltcupsiegen in dieser Saison, in der abgelaufenen? Ja, der hat halt einen Anteil, wie er einen Anteil hat an jedem Tag. Also ob ich jetzt da mit dir Interview habe oder eben am Weltcup gewinnen darf. Also jetzt hört uns der liebe Gott auch zu, glaubst du? Natürlich, ich denke, der ist ja immer da. Also muss ich sehr Also, vorsichtig sein mit den Formulierungen. okay, der lässt da auch mit sich diskutieren, glaube ich. Okay, gut zu wissen. Okay. Also, wir sind ja laut Bibel nach seinem Ebenbild geschaffen, also dürfen wir mit ihm auch diskutieren, wenn wir, oder sollen mit ihm auch ganz normal kommunizieren und wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich ein Problem habe in einer Beziehung, dann diskutiere ich es auch aus. Das ist mit dir ein bisschen einfacher jetzt, aber auch Gott findet Wege zu diskutieren und das ist recht spannend. Also genau, und natürlich, da haben so viele Menschen aber auch Anteil an den drei Weltcup-Siegen. Also es ist das ganze Betreuerteam vom ÖSV, der Harry Rodlauer, der Romit Moroder, auch noch der letztjährige Co-Trainer, der Stefan Kaiser, der ja auch mit mir sehr viel gearbeitet hat letzten Sommer. Es gehört das sogenannte Team Eva dazu. Da war es auch hier in Vorarlberg, auch im benachbarten Ausland. Gibt es da ein paar, die einfach für mich arbeiten, für meine Träume arbeiten. Und Familie hat natürlich einen Riesenanteil und auch die Freunde. Aber an so einem Tag, also dass ein Weltcup-Sieg zustande kommt, eben das, da ist natürlich Coaching, da darf man den Serviceman nicht vergessen. Der Norbert Mörtel, der meine Ski perfekt präpariert hat, die Physio, die uns einfach da auf Trab hält. Und ja, da gehört ganz, ganz viel dazu, dass dann die 2x30 Sekunden perfekt funktionieren und ja, ich dann gewinnen darf. Warum hast du denn ausgerechnet Japan zum Ort des historischen Triumphs auserwählt? Warum funktioniert denn Japan so gut? Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste, gell? Ich mag das Land. Also ja, es hat mir von Anfang an, also wo ich das erste Mal schon nach Japan fliegen durfte zu einem Weltcup, hat mir das fasziniert. Es ist einfach eine komplett andere Kultur. Und ja, es ist oft sehr windig. Man braucht ein bisschen mehr Mut vielleicht wie auf anderen Schanzen. Und ja, ich tue mir da einfach sehr leicht auch den Jetlag. Das ist vielleicht noch so ein bisschen die jugendliche Unbekümmertheit, dass ich halt zwar schon älter bin, aber im Sport selber doch noch recht jung. Dass ja, wenn ich schlafen kann, kann ich schlafen. Wenn ich nicht schlafen kann, dann schlafe ich halt nicht, dann mache ich was anderes. Und mit der Lockerheit ist es mir sehr gelungen, immer recht gut zu springen. Und jetzt eben die drei Siege, plus natürlich der Sieg mit der Mannschaft, das war der Wahnsinn. Apropos Mannschaft, das war eh schon das richtige Stichwort. Überhaupt war es ja ein super Winter für die ÖSV-Damenmannschaft bei den Skispringerinnen. Und du selbst wirst ja auch nicht müde, deinen Kolleginnen zu gratulieren oder darauf hinzuweisen, wie wichtig denn das Team ist oder wie gut auch die Chemie innerhalb der Mannschaft ist. Daraus ergibt sich natürlich schon die Frage, wie mannschaftsfähig oder teamfähig muss und darf man als Einzelsportlerin überhaupt sein? Ab wann gilt es denn vielleicht auch einmal, die Ellbogen auszufahren und zu sagen, Beziehung zu den anderen Kolleginnen schön und gut, aber jetzt rutscht übrigens gerade ein Kapperl runter. Das war jetzt nicht der geplante Schluss meiner Frage, aber jetzt bin ich an erster Stelle und schaut ihr, wie ihr selber über die Runden kommt. Ja, das ist recht einfach. Das ist in dem Moment, wo ich auf dem Balken sitze. Das ist mein Moment. Das sind meine 30 Sekunden. Da zähle ich. Ja, dann gibt der Trainer frei. Dann fahre ich die Anlaufspur runter, spring, gebe mein Bestes, fahre aus. Und in dem Moment, wo ich die Bindung ausziehe, die Ski zusammenklappe, bin ich wieder im Team Österreich. Und meine Das Art. geht wirklich so einfach, weil man kennt ja viele, viele Größen des österreichischen und auch des internationalen Sports, denen man ja ganz anderes nachsagt. Denen man zum Beispiel nachsagt, dass sie eben deswegen erst so gut und so herausragend geworden sind, weil sie eben nicht unbedingt mannschaftskompatibel sind. Was auch definitiv seine Berechtigung hat. Meine Art, also so bin ich einfach, ist eben, man kann es auch salopp sagen, ich bin einfach ein Rudeltier. Ich komme ja aus dem pädagogischen Bereich und ja, da ist es einfach auch meine Art, so Ski zu springen. Eben diese 30 Sekunden, die gehören mir und davor und danach bin ich einfach Teil des Team Österreichs und es macht ja auch einfach Reisen, das gemeinsame Essen im Hotelzimmer. Macht ja alles mehr Spaß im Team, wenn man sich auch recht gut versteht. Und natürlich, wenn ich starte, will ich gewinnen, sonst mache ich das nicht. Aber dann ist mir doch lieber, es gewinnt eine andere Österreicherin oder es sind andere Österreicher am Podest, als wie jetzt Norweger, Deutsche, Slowenen. Also ja, und von dem her
Wie gesagt, bin ich da einfach ein Teamplayer, vielleicht ein Teamplayer in einer Einzelsportart, sicher auch bedingt durch meinen Lebensweg, weil ich eben auch nicht schon im Teenageralter da in diese Sportart gekommen bin oder in den Einzelsport hineingewachsen bin, sondern bei mir war das eher so ein reinschmeißen, reinwerfen, also ja, schwimm mal. Und eben, es ist einfach meine Art und so bin ich. Und ich kann schlussendlich auch noch richtig gut Skispringen, wenn ich bin. Und ich, Eva, ist gern unter Leuten, ist ein Rudeltier und ja, genießt die gemeinsame Zeit. Und die Eva steht auch dafür, Klartext zu sprechen und sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch ganz klare Ziele zu formulieren. Zum Beispiel, dass du bei der WM 2021, also nächste Saison, ausgerechnet in Oberstdorf Edelmetall holen willst. Dass diese WM in Oberstdorf stattfindet, wenn sie denn plangemäß stattfindet, exklusive Corona, hat für dich eine besondere Bewandtnis, wenn man jetzt wieder den Sturz 2016 ins Spiel bringen, oder ist das heute eine Chance wie jede andere? Na, das ist schon ein besonderer Ort. Es war ja auch heuer beim Weltcup so, dass ich von Freitag auf Samstag, also von der Quali am Freitag, am Samstag war der erste Weltcup, das erste Mal von meinen Stürzen geträumt habe. Ich hatte davor keinen, oder von dem Sturz, ich hatte davor kein Bild im Kopf. Habe mich dann in der Früh entschieden, ich sage das jetzt niemandem, ich gehe da jetzt alleine durch und ich setze mich auf den Balken und springe. Es waren die drei schlimmsten Sprünge. Weil einfach so viele Emotionen waren ja wirklich im Anlauf gezittert. Der Maren Lundby ist es aufgefallen, die hat mich gefragt, was los ist. Und das war wahrscheinlich die größte Herausforderung hier mit einer Startnummer um den Hals, die Familie im Auslauf, wissend um das, was passiert ist, jetzt da dreimal runterzuspringen, also Probe und dann die zwei Durchgänge und ich werde Vierte. Also absolut unglaublich in diesem Zustand. Und ja, ich habe dann mit dem Harry Rothlauer danach das natürlich angesprochen und ihm erklärt, wie es mir gegangen ist. Und ja, es war dann recht spannend, weil am nächsten Tag wäre ja gerade der erste Durchgang ein sehr guter Sprung gewesen, der wahrscheinlich für die Top 3 gereicht hätte. Und ja, bricht mein Ski. Und es ist sehr spannend, was in Oberstdorf passiert, was ich in Oberstdorf erleben darf. Und von dem her bin ich nur mehr gespannt auf die WM und was die WM so bringt. Was macht denn die Vorstellung mit dir, dass eben diese WM 2021 in Oberstdorf womöglich gänzlich ohne Zuschauer über die Bühne gehen muss? So unrealistisch ist das Szenario mit Stand jetzt ja nicht. Ja, es wäre natürlich mega schade, weil es für meine Familie sehr nahe ist. Also wir hupfen da einmal über den Berg, über den Riedbergpass. Und es würden sehr viele da sein, Familie, Freunde, Verwandte, die natürlich zuschauen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gesundheit von uns Sportlern, aber auch die Gesundheit der Zuschauer immer oberstes Gebot oder das heißt immer am besten darauf zu schauen. Und von dem her, wenn es dann eben ohne Zuschauer ist, dann heißt das einfach, dass wir die Corona-Zeit noch nicht so gut überstanden haben und dass wir weiterhin nur gut auf uns schauen müssen. Und dann gibt es ein Jahr darauf, wie gesagt, sofern alles plangemäß über die Bühne geht, die Olympischen Spiele in Peking. Und da gibt es eine sehr interessante Facette, auch ganz aktuell. Ein Herr namens Noriaki Kasai hat nämlich angekündigt, dass er zumindest bis Peking 2022 weiter springen wird. Dann wird er, glaube ich, flockige 49 sein. Wenn das der Maßstab ist, hat ja deine Karriere noch nicht einmal richtig begonnen, oder? Dann bist du ja noch ein Nachwuchstalent. Wenn das der Maßstab ist, stimmt es, ja, genau. Ist das ein realistischer Maßstab? Oder was fällt dir überhaupt zum Phänomen Kasai ein? Unglaublich. Also auch die verschiedenen Stile, die er mitgemacht hat, die verschiedenen Materialänderungen, das ist unglaublich. Also und immer noch, wenn er ins Fliegen kommt, das ist einfach Wahnsinn. Also es ist einfach mega lässig zuzuschauen. Und ja, für mich aber definitiv kein Thema. Also gerade als Frau startet doch irgendwann auch mal Familienplanung so ganz weit weg noch, aber ist halt dann doch mal ein Thema. Und ja, ich werde jetzt die Jahre, die mir noch bleiben, genießen. Ich bin jemand, der, wenn er was macht, mache ich es zu 100%. Das jetzt heißt, jetzt bin ich einfach zu 100% Skispringerin und werde die Zeit eben genießen und danach freue mich schon auf das, was dann kommt. Okay, es kommt jetzt unmittelbar noch eine allerletzte Frage, wenn das gestartet ist. Also ich hoffe, das hat keine großen Auswirkungen auf deine Zukunft und Familienplanungen. Aber die eine hätte ich mir auf meinem Schummelzettel noch aufgeschrieben. Die ist allerdings eh relativ banal. Also da musst du dich nicht sehr anstrengen. Wie schaut denn so aktuell dein Trainingsalltag im Olympiazentrum in Vorarlberg aus? Oder beziehungsweise wie schaut überhaupt dein Alltag aus?
Also ja, wir haben da das Glück, bin sehr dankbar dafür, dass wir die Kraftkammer, also den Kraftraum wieder benutzen dürfen. Wir sind in kleine Teams eingeteilt, in Zweierteams, also zwei Athleten plus ein Sportwissenschaftler oder ein Physio. Und von dem her, wir haben sehr viel Platz. Es ist einfach, unter Anführungszeichen, die Regelungen einzuhalten, was einfach den Abstand anbelangt. Wir gehen mit Masken rein, wir desinfizieren uns die Hände, bevor wir trainieren. Es wird alles desinfiziert, wenn wir fertig sind mit dem Trainieren. Wie gesagt, es ist genügend Platz, um diese Meter, 1,5 Meter Abstand zu halten. Und genau, da findet einfach das Krafttraining statt. Und Koordination, Schnelligkeit, die Geschichten kann man sehr gut outdoor machen mittlerweile, vor allem wenn es eben so schön ist. Und ja, ich bin da als Wintersportlerin natürlich in der sehr dankbaren Lage, dass unsere Saison fast beendet worden ist, dass wir eben den Großteil unserer Wettkämpfe abhalten konnten und wir jetzt unter Anführungszeichen nur in der Vorbereitung sind. Und ja, das läuft im Moment sehr gut. Wie gesagt, danke da dem Olympiazentrum und auch dem ÖSV, die das einfach Hand in Hand sehr gut organisieren. Eva, das waren sehr spannende Einblicke in dein Leben. Ich freue mich sehr, dass du Zeit genommen hast und wünsche alles Gute und wünsche dann vor allem eine möglichst zuschauerreiche WM in Oberstdorf. Dankeschön. Vielen Dank. Alles Liebe. Dankeschön. Liebe. Tschüss. Ciao.